Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich ganz doll, dass ihr mit dabei seid. Ich habe was gewonnen, ich habe was gewonnen bei der lieben Micha. Ich habe mitgemacht beim Ostergewinnspiel bei der lieben Micha vom Kanal Rookie by Beauty. Beauty by Rookie. Oh, ich kann mir nicht merken, wie man es ausspricht. Wie rum es gehört. Ich glaube Rookie by Beauty. Sie ist auf jeden Fall in meiner Videobeschreibung verlinkt. Schaut mal bei der lieben Micha vorbei und lasst ganz viel Liebe da. Ist noch ein kleiner Kanal, aber sie ist total toll und sie macht mega coole Verlosungen. Und jetzt habe ich auch mal was gewonnen. Ich habe sowas gewonnen. Dieses Osterei habe ich gewonnen. Ich habe mich so doll gefreut. Ich weiß nicht mehr genau, was drin ist. Deswegen wird es ein bisschen Überraschung jetzt für mich. Aber ist es nicht wunderschön, so mit Alice im Wunderland-Style. Auf beiden Seiten und an der Seite bedruckt. Ist es nicht wunderschön mit Schleifchen? Und dann macht man das hier auf. Ach so, bevor ich euch die Produkte zeige. Hier war noch eine Karte dabei. Herzlichen Glückwunsch für dich, steht da drauf. In meiner Lieblingsfarbe lila, der Briefumschlag. Und eine super süße Karte. Home is where your heart is. Das stimmt. Und was hat sie mir geschrieben? Oh, ganz viel. Herzlichen Glückwunsch zu seinem Gewinn und viel Freude damit. Ja, das mache ich. Ich zeige es gerne meiner Community, was ich Tolles bei dir gewonnen habe, liebe Micha. Rookie by Beauty, genau. So rum ist es. Rookie by Beauty. Aber es ist wie gesagt unten verlinkt. Ja. Sie hat mir noch ein paar extra Produkte reingepackt. Genau. Und wünscht mir viel Spaß mit den Produkten. Die Karte hebe ich mir auf jeden Fall auf. Die kommt hier auf meinen Schminktisch. Voll schön. Und der Briefumschlag ist auch so schön. Genau. Wir haben nämlich auch Privatkontakt per WhatsApp. Und sie hat mir noch ein paar Produkte reingepackt, teilweise die sie selber nicht so gerne mag, teilweise die sie nicht verträgt, weil sie hat leider so eine total blöde Allergie. Aber jetzt lüften wir das Geheimnis, was in diesem tollen Ei versteckt ist. Und da sehe ich schon ein Produkt, was ich zwar nicht behalten werde, aber was jemanden sehr glücklich machen wird. Dieses Cardi Rosenshampoo. Das mag nämlich die beste Freundin meiner Mom super gerne. Und sie gönnt sich das nicht. Und ich schenke ihr das immer gerne, wenn ich das irgendwo ergattern kann. Dann haben wir ein The Ritual of Namaste 3-in-1 Micellenwasser. Sehr cool. Was haben wir hier noch? Ein Parfum von Paper. Das wird weiter wandern. Das lege ich mal nach links. Parfum ist ja nicht so meins. Eine S. Oliver Follow Your Soul Woman Shower Gel. Das habe ich schon ein paar Mal, aber das macht nichts. Das werde ich sehr gerne mit zum Schwimmen nehmen. Eine Kueshi Vanilla Body Milk. Auch sehr gut für die Duschtasche. Ein Belu Badesalz. Da weiß ich auch schon, wer das kriegt. Da wird sie sich sehr freuen. Ein Diego de la Palma Eye Pencil. So ein Kajal kann man auch immer gebrauchen. Eine L'Occitane Handcreme für trockene Hände. Sehr gut, sehr gute Größe. Freue ich mich. Ein Corny-Riegel. Die mag ich leider nicht so gerne. Die gebe ich wahrscheinlich an Muffin. Ein Bottega Verde Lippenbalsam. Sehr gut. Nur eine Kleinigkeit, ein Cremebad. Ich habe ja keine Badewanne, aber das wird ein gutes Zuhause finden. Das Mayani Lash Serum. Cool.
Weiß ich noch nicht, ob ich es benutzen werde, aber ich überlege es mir noch mal. Oh, das ist sehr gut. Der Gattobi Schutzengel Hitzeschutz 220 Grad in so einer Reisegröße. Den werde ich auf jeden Fall behalten. Eine Magnetic Luminous Eye Color von Nude Sticks in so einer goldenen Farbe. Der ist schön, aber ich benutze eigentlich keinen Creme-Lidschatten. Aber vielleicht mache ich ja mal eine Ausnahme. Ein schöner Nagellack von Catrice. Bring me to Morocco. Den habe ich auch noch nicht. Der ist einer von den neuen. Der bleibt auf jeden Fall bei mir. Und zu guter Letzt Fill and Tame Brow Gel. Nourishing Tinted Brow Gel. Welche Farbe hat das denn? Von Botanic Beauty. Dann ist das leer, das Ei. Das Deko-Eichen. Das werde ich mir irgendwo schön hinstellen. Irgendwie, glaube ich, ins Schlafzimmer auf den Schrank oder so, damit ich das immer angucken kann. Das ist so bezaubernd. Ist das nicht wunder, 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 wunderschön? Wie kann man nur so was Schönes verschenken? Micha ist so großzügig. So, die Sachen gehen weiter. Und das Parfum werde ich in ein Trash-Päckchen tun. Der Rest bleibt bei mir. Ich wollte mir noch das Brow Gel angucken. Ich habe kein Brow Gel. Oh, das ist aber eine schöne Verpackung. Kamera ist dezent überfordert mit dem hellen Grün. Das ist so ein heller Braunton. Der ist ein bisschen zu warm für mich. Ich probiere ihn jetzt mal nicht aus. Weil ich glaube nicht, dass das bei mir bleiben wird. Weil ich habe ja so dunkle, kühle Augenbrauen. Neutral bis kühl. Das wird auch weiter wandern. Aber da wird sich bestimmt ein Abnehmer für finden. So. Ich habe eine Schokri bekommen. Geil. Eine Schoki. Und zwar Kokos. Ich liebe Kokos. Kokosschokolade in weißer Schokolade ist sehr, sehr, sehr gut. Mag ich sehr, sehr gerne. Dann meine Lieblingsabschminkreinigungstücher von BB. Die verträgt die liebe Micha leider nicht. Ich liebe die ja. Ich vertrage die sehr gut. Und die werden gleich ins Badezimmer wandern. Dann voll cool hat sie mir geschenkt. Von Color Wow, das Natural Spray, Dreamcoat Spray. Dieses hier, was so spiegelt, das soll mega gut sein. Soll man alle 3 bis 4 Haarwäschen anwenden auf handtrocknetes Haar, durchkämmen und föhnen. Ich bin sehr gespannt. Und das Shampoo Color Security 100% Clean Residue Free Color Wow. Ja, dieses Shampoo. Sehr cool. Werde ich auch ausprobieren. Dann noch ein Color Wow Produkt. Der Conditioner, der passende. Sehr, sehr geil. Vielen, vielen lieben Dank, liebe Micha. Du bist so ein Schatz. Dann ein Gliss-Kur Total Repair Regenerationsshampoo. Auch in der optimalen Größe für meine Reise- oder Schwimmtasche. Und dann noch von NYX ein Shower Gel. Sweet Almond Oil. Ein Duschgel. Auch für meine Duschtasche. Perfekt. Vielen lieben Dank. Liebe, liebe Micha, ich habe mich sehr über meinen Gewinn gefreut. Und über die tollen Produkte, die du mir geschenkt hast. Mua!
Vielen, vielen Dank. Schaut unbedingt bei der lieben Micha auf dem Kanal vorbei. Sie macht ganz tolle Videos und sie ist eine ganz feine, feine, tolle Frau. Und ja, genau. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch alles Liebe und Gute. Bleibt gesund, werdet gesund und haltet vor allen Dingen die Ohren steif. Ich küsse euch, ihr seid die Besten. Tschüss!